Christian und Christiane, ein junges Ehepaar. Sie haben einen Entschluss gefasst. Nach einer Auseinandersetzung um das Hausrecht in ihrer Wohnung wollen sie doch jetzt schon aus Christianes Elternhaus wegziehen. Nach wie vor können sie sich nur am Wochenende sehen, denn Christian ist noch bei der Bundeswehr. Christiane hat Stefan kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. Neulich gesagt, mein Vorgänger, der hätte noch eine Ausbildung zum Fotografen gemacht. Geschrieben hat er es jedenfalls. Das würde mich auch interessieren. Das Zeug dazu hättest du auch. Haben Sie eine Ahnung, ob man als Fotolaborant eine verkürzte Lehrzeit haben kann? Also nur mal 3 Jahre ist bei mir nicht drin. Meine Frau ist auch noch in der Lehre. Eine volle Lehrzeit brauchst du sicher nicht mehr, wo du doch vom Fach bist. Sind Sie sicher? Sicher bin ich nicht, aber das kann man ja leicht feststellen. Wir fahren mal bei einem Kumpel von mir vorbei. Ist der Fotograf? Ja. Mit dem habe ich zusammen bei seinem Vater gelernt. Dann hat er die Meisterprüfung gemacht und den Laden übernommen. Na, Carola, wie geht's? Ach, sicher nicht so gut wie dir. Ihr denkt immer, dass wir beim Bund eine ruhige Kugel schieben. Bei uns häuft sich die Arbeit. Ach, schade, dass du keine Zeit hast. Ich wollte gerade einen Kaffee machen. Kaffee? Mhm. So, viel Zeit muss sein. Darf ich dir meinen neuen Mitarbeiter vorstellen, Gefreiter Brunner? Der wollte deinen Mann was fragen. Mhm. Ist er da? Ja. Raimund, ich mache einen Kaffee. Mike? Mutke. Brunner. Du, Raimund, er ist gelernter Fotolaborant und möchte Fotograf werden. Braucht er dann noch mal die volle Lehrzeit? Nee, braucht er nicht. Ja, wie lange muss er denn? Ja, 1 oder 2 Jahre. Ja, was denn nun? Na, das hängt ganz vom Meister ab. Und wie tüchtig man ist. Man kann es sogar in 1 Jahr schaffen. Ja, 1 Jahr wäre ja stark. Das ist aber nicht so einfach. Wer nimmt schon gerne einen Auszubildenden für 1 Jahr? Musst du eben deine Beziehungen spielen lassen. Ja, das wären ja dann mit den Nebenkosten der Heizpauschale 700 Mark. Ja. Dankeschön. Komm, Christiane, essen. Du musst doch gleich wieder ins Geschäft. Nee, ich habe heute mal einen freien Nachmittag, Oma Biesinger. Ach so. Na, den guten Appetit. Danke ebenfalls. Nee, das können wir nie aufbringen. Selbst wenn ich nach der Prüfung mehr verdiene. 700 Mark, das ist echt Wahnsinn.
Da muss ja nicht gleich so eine teure Neubauwohnung sein. Ja, find erst mal eine Altbauwohnung. Die gibt's ja noch viel weniger. In den meisten sitzen schon Studenten drin. Ich müsste mal mit meiner Bettnachbarin aus dem Krankenhaus reden. Die sollte nämlich nach ihrer Operation gar nicht mehr zurück in ihre Wohnung. Die sollte gleich in ein Pflegeheim. Aber ich weiß nicht, ob die schon entlassen ist. Ja, fragen könntest du ja mal. Klar, mach ich doch. Ich wollte sie sowieso mal besuchen. Wie groß ist denn die Wohnung? Na ja, ich glaube, so 3 Zimmer. Das kann die nach der Operation nicht mehr allein schaffen. Sorgenkind, wie geht's? Gut. Gab's eigentlich noch viel Krach wegen neulich? Es ging. Mutti, naja. Papa auch so blöd. Nur Omi nicht. Die ist wie immer. Ich hoffe, das war dir eine Lehre fürs ganze Leben. Weißt du, was man für Warenhausdiebstahl kriegt? Na? Wochenendarrest. Und wenn ich Glück hab, Wochenendarbeit. Im Krankenhaus oder im Altenheim oder so. Woher weißt du das? Von Stefan. Stefan? Ja, seine Eltern sind doch Richter in Stuttgart. Hör endlich auf damit und iss. Heute frei? Ja. Kommst du nachher zu mir? Kannst mich noch mal abhören. Hab morgen Fahrprüfung. Und Stefan? Ja, dein Liebling macht auch morgen den Führerschein. Haha, wieso lernt ihr dann nicht zusammen? Nee, heute nicht. Dann kommst du wohl auch nicht, was? Ich weiß nicht, Christiane. Wir schreiben Freitag Französisch, die darf ich nicht verhauen. Und außerdem muss ich meinem Onkel nachher noch helfen. Sag mal, haben die in ihrem neuen Haus keine Wohnung für uns? Ich glaube, die wollen den oberen Stock vermieten. Na und, haben sie schon einen? Ich weiß nicht, muss sie halt mal fragen. Okay, mach ich. Aber du kommst mit, hä? Jetzt gleich. Mensch, das ist doch vielleicht eine Chance. Ja, okay, ich komm runter. Das ist ja irre. Das könnte man so richtig gemütlich einrichten. Hier ein Esstisch und links und rechts 2 Bänke. Was habe ich dir gesagt, Franz? Ich war nämlich erst dagegen, die Küche so groß zu machen. Eine Küche kann gar nicht groß genug sein, aber das verstehen die Männer nicht. Dafür ist natürlich das Zimmer hier vorne ein bisschen klein geraten. Ach, als Schlafzimmer reicht's allemal. Aber das Wohnzimmer. Da würde ich selber gerne einziehen. Mein ist noch nicht ganz fertig, da brauche ich noch 5, 6 Wochen. Ich kann ja immer nur an den Wochenenden was dran arbeiten. Ist ja toll. Hier kommen die Regale und da drüben die Einbauschränke hin. Das wäre doch was für euch, hm? Ach, die Wohnung würde ich sofort nehmen. Haben Sie schon einen Mieter? Die Wohnung muss doch erst mal fertig werden. Das Bad ist noch nicht gekachelt. Wann soll ich denn das alles machen? Christian und ich könnten Ihnen doch helfen. Am Wochenende, ehrlich. Geben Sie uns doch die Wohnung. Warum habt ihr es denn so eilig? Seit wir verheiratet sind, gibt es immer wieder Stunk mit meinen Eltern. Tja, wenn ich ehrlich sein soll, wird ihr mir lieber als irgendwelche fremden Leute. Nicht wahr, Franz? Wie hoch ist denn die Miete? Da müssen wir halt mal drüber reden. Ja, so ungefähr. Also so hoch, dass ihr sie nicht zahlen könnt, das bestimmt nicht. Wenn du Christian erzählst, dass ihr eine Wohnung habt, den Haus bestimmt. Thank you.
Schön, Andreas. Geht doch, wenn man will. Morgen werden die Aufgaben gleich nach der Schule gemacht. Morgen ist Freitag, da haben wir nichts auf. Im Schrank sind Gläser. So schmeckt's aber besser. Christiane ist schon da? Mhm. Oben. Guten Abend, könntest du wenigstens noch sagen. Aber bitte jeder, wie er will. Ich geh mal rauf, red mal mit dir, so kann's ja nicht weitergehen. Christiane? Ja, hier. Na, Kent, bist du ja so fröhlich? Stell dir vor, Paps, wir haben eine Wohnung. Und was für eine? Tja, wie? Eine richtige Zwei-Zimmer-Wohnung, ganz süß, unterm Dach. Ist das wirklich euer Ernst, hier auszuziehen? Ja. Und weißt du, wo wir hinziehen? Zu Beates Verwandten, die das neue Haus haben. Irre, was? Also ist das alles schon perfekt? Ja, so gut wie. Christian muss die neue Wohnung noch sehen. Aber er wird genauso begeistert sein. Alles nur wegen der dummen Geschichte mit Sonja. Ach nein, es war nur der Auslöser. Daran denke ich doch schon gar nicht mehr. Und warum lässt dich dann bei uns unten nicht mehr sehen? Ich komme nachher mal runter, hm? Ist gut. Aber das mit dem Ausziehen überlegt euch noch mal, ja? Hey Leute, sie unterschreibt. Stefan, wir sind an der Reihe. Okay, ich komme gleich. Stefan, ich hab's geschafft. Hey. Scherben bringen Glück. Stefan! Ja! Danke. Wo sind Ihre Augengläser? Nach dem Augentest dürfen Sie nur mit Augengläser fahren. Ach so, ja. Fahren Sie bitte. Moment mal. Schauen Sie mich mal an. Darf ich? Wollen Sie die Prüfung einäugig machen? Naja, die ist mir eben runtergefallen. Nur mal mit der Ruhe, Junge. Haben Sie vielleicht eine andere Brille dabei? Mhm. Steigen Sie bitte aus. Wieso denn? Weil Sie zuerst ohne Augengläser und dann mit defekten Augengläsern das Fahrzeug führen wollten. Nach § 12 der Straßenverkehrszulassungsordnung ist Ihnen aber das Fahren nur mit Augengläsern gestattet. Okay, okay. Der nächste bitte. Entschuldige. Hm. Guten Tag. Ja, bitte. Entschuldigung, ist mein Vater nicht da? Ach, Sie sind der Christian. Nee, Alfred ist noch mal kurz weg. Müsste aber jeden Moment kommen. Wollen Sie warten, bitte? Nee, danke. Ich komme noch mal wieder. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Na, die Arbeit nimmt wohl kein Ende, Franz. Ach, du bist drüber. Manchmal habe ich mir schon gewünscht, wir wären im alten Haus geblieben. Wenn erstmal alles fertig ist, sind die Mühen schnell vergessen. Kannst stolz sein. So ein Haus hat ja noch keiner hingestellt. Und noch dazu im Eigenbau. Na, übertreib mal nicht. Das Dach hast schließlich du gedeckt. Meine Firma.
Willst du mir schon die Rechnung schicken? Gottes Willen. Nein, es bleibt wie besprochen. Na, dann ist ja gut. Ich bin eigentlich wegen was anderem hier. Ich kann mir ja schon denken, warum. Umso besser. Ist dir nicht recht, dass da die Tochter hier einzieht, hm? Ja. Und ich will auch sagen, warum. Also erstens ist die Sache nur durch einen lächerlichen Streit entstanden. Zweitens haben die jungen Leute finanziell überhaupt noch keinen Boden unter den Füßen. Und schließlich die Nachbarn werden sie sich nicht das Maul zerschlagen, wo sie bei mir die gleiche Wohnung haben könnten. Kann mein Dachgeschoss genauso ausbauen wie du. Vater. Na, mein Junge, wie geht's? Lange nicht gesehen. Aber weißt du, seitdem ich hier den ganzen Kram alleine machen muss, komme ich zu gar nichts mehr, kannst du mir glauben. Ja, vermisst du Susanne also doch? Ach, Mensch, hör doch auf damit, wenn ich den Namen nur höre. Hätte ich bloß nicht noch mal geheiratet. Was ist mit dem Wagen, alles okay? Ja, prima. Bin gerade von Ulm gekommen. Wenn mal Karlsruhe kein Stau gewesen wäre, hätte ich es in 4 Stunden geschafft. Du hast auf mich gewartet. Was hast du noch im Herzen, Junge? Naja, ich habe mir überlegt, noch eine Fotografenlehre zu machen. Wozu denn das? Habe ich mehr Chancen und außerdem macht es mir Spaß. Na ja, wenn du meinst, aber meine, wo ist das Problem? Also finanziell kann ich dir im Augenblick wirklich nicht helfen. Wer weiß, der wegen der Scheidung. Nee, das meine ich nicht. Das Problem ist, ich muss einen Fotografen finden, der mich überhaupt für ein Jahr nimmt. Ach so, das ist doch kein Problem. Da fahre ich mal im Kegelclub. Da finden wir schon einen. Mach dir keine Sorgen, da kommen wir schon an einen ran. Kommst du noch mit drauf? Nee, ich will nach Hause. Außerdem hast du Besuch. Ach so, ja, ist eine Nachbarin, verwitwet. Die macht mir ab und zu die Wohnung. Die kenne ich schon jahrelang. Mhm, dann ist ja alles in Ordnung. Mensch, ich habe schon gedacht, das wird Frau Brunner Nummer 3. Tschüss, mach's gut. Tschüss, du. Warten. Bring mir doch mal Ihren Führerschein. Na? Einfälle hast du. Phänomenal. Noch ein Gratulant. Christian? Ja. Hier, von deinem Mann anstatt Blumen. Haha. Das ist aber lieb von dir, Chef. Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Führerschein. Woher weißt du denn überhaupt, dass ich bestanden habe? Ja, das war auch klar. Hab aber Schwein gehabt. Beinahe wäre ich beim Einparken noch durchgefallen. Ja, und wo ist der Lappen? Da hängt er, da hängt. Sehr irre. Und? Was mit dir? Ja. Wollen Sie die Prüfung einäugig machen? Der Arme durfte nicht mehr fahren. Wieso? Ja, meine Schuld. Ich habe ihm mal so sehr die Brille runtergeworfen. Ach, was soll's? In 14 Tagen auf ein neues. Alles schon geregelt. Das ist ja gut. Stell sie da hin. Setz dich erstmal. Ich habe eine Wahnsinnsüberraschung für dich. So? Mhm. Stell dir vor, wir haben endlich eine Wohnung. Nee. Doch, im Haus von Beates Onkel. Morgen kannst du sie dir ansehen. Nächsten Monat ist sie fertig, dann können wir einziehen. Mensch, ist ja super. Mhm. Jetzt haben wir doppelten Grund anzustoßen, hm?
Auf meinen Führerschein und die Wohnung. Bei all dem Glück kommen mir gleich die Tränen. Soll ich dich trösten? Ah, wenn's geht nicht. Hoffentlich haben Stefans Eltern die Hütte nicht schon jemand anders versprochen. Das wäre doch irre. Weihnachten mal ganz anders. Ja, ist ganz gut. Aber trotzdem. Mein einziger Urlaub und dann mit den anderen zusammen. Außerdem habe ich mir unsere Hochzeitsreise ganz anders vorgestellt. Mensch, Stefan gehört nun mal die Hütte. Ja, aber Beate, wie die sich aufgedrängt hat. Die können wir doch nicht alleine lassen. Außerdem kostet uns das Ganze keinen Pfennig. Trotzdem. Ich würde lieber mit dir allein ganz woanders hinfahren. Ganz woanders hin? Was meinst du, wie jetzt schon alles ausgebucht ist? 3 Wochen vor Weihnachten. Ich kann es ja morgen früh mal im Reisebüro probieren. Ach, immer diese überfüllten Urlaubsorte. Haben wir gar nicht die Finanzen dazu. Nee. Was mir vorschwebt, ist eine einsame Hütte im Wald. So, ohne Strom und Wasser. Nur mit Petroleumlampen und Kerzen. Na, warte erst mal ab, was Stefan sagt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Führerschein, billiger Urlaub, eigene Wohnung. Uns geht's doch gut, hm? Hm. Hast du recht, Chrissy. Also sowas gibt's doch gar nicht. Ich kapier nix mehr. Verstehst du das? Ich weiß ja nicht, was sie dir gestern gesagt haben. Und dass sie noch keine Interessenten haben. Und heute haben sie plötzlich welche, ne? Stimmt doch was nicht. Beate was weiß? Nee, die ist doch in der Schule. Stinkt mir echt. So eine Scheiße. Mach dir nichts draus, Schatz. Wir finden schon eine Wohnung. Aber die war so toll. Gut, dass du sie nicht gesehen hast, sonst wärst du genauso enttäuscht. Nee, lass mich fahren, hm? Nee, kann ich nicht verantworten. Hör bloß auf. Ausnahmsweise. Ein Glück, dass das mit Stefans Hütte klappt. Das gibt doch auch bloß wieder Ärger. Unsere Eltern werden ganz schön beleidigt sein, dass wir Weihnachten wegfahren. Ja, darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Außerdem ist das Beste, was uns passieren kann. Brauchen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, bei wem wir Heiligabend feiern. Ehrlich gesagt habe ich diese Art von Weihnachten sowieso satt. Wir machen das jetzt ganz anders, hm?